Liebe Freundinnen und Freunde der Staatsoper Hamburg, ich freue mich, Ihnen das neue Programm 18-19 vorstellen zu dürfen. Es geht gleich los mit dem Mozart da Ponte-Zyklus, diesmal Così fan tutte. Es dirigiert Sébastien Roulant und inszeniert zum ersten Mal bei uns an der Staatsoper der Herbert Fritsch. Danach haben wir wieder unseren Freund Achim Freier eingeladen. Er inszeniert hier Szenen aus Goethes Faust mit Christian Gerheyer in der Hauptrolle und es dirigiert unser Generalmusikdirektor Kent Nagano. Christoph Willibalds Gluck, Orpheus, Orphée Eurydice in der Pariser Fassung wird John Neumeier in Szene setzen. Er hat es auch für die Opernhäuser Chicago und Los Angeles inszeniert und hier wird es aufgeführt mit dem Hamburg Ballett. John Neumeier ist dirigiert Alessandro De Marchi. Wir haben dann den russischen Regisseur Kirill Serebrennikov eingeladen, Verdis Freiheitsoper Nabucco bei uns auf die Bühne zu bringen und dirigiert wird dieses Werk von Paolo Carignani. Dann wollen wir natürlich auch unsere Reihe der Uraufführungen fortsetzen mit einer in der Szene sehr ungeduldig erwarteten Premiere, nämlich von George Benjamin. Und zwar heißt das Stück Lessons of Love and Violence. Und bei uns wird das Kent Nagano dirigieren und die Regie macht Katie Mitchell. Als kleinere Produktion haben wir dann eine weitere Uraufführung im Programm, nämlich eine Zusammenarbeit mit den Osterfestspielen Salzburg. Führen wir die Oper Therese Raquin vom jungen deutschen Komponisten Philipp Mainz auf. Besuchen Sie uns, bleiben Sie uns treu, wir freuen uns auf Sie.